Wo ist denn hier so ein blöder Kackvogel? Kackvogel, ey. Wo sind die? Ich fühle mich gerade etwas verarscht. Okay, dann können wir halt nicht so Vögel aufsammeln. Dann mache ich das mal gerade so. Dann benutze ich mal diese wunderbare Schnellreise. Nachdem ich nochmal nach diesen Vögeln hier geguckt habe. Aber ich sehe keine. Hier sehe ich auch keine. Vielleicht sind das Unterwasservögel. Nee, anscheinend nicht. Die haben noch einen Vogel, ey. Gut. Dann. Nö, ich sehe auch nirgendwo irgendwas, was sich bewegt. Gar nichts. Keinen Zentimeter mehr zwischen uns. Das Problem ist jetzt halt, warum ich jetzt gerade überlege, die Schnellreise zu benutzen. Ja, geht zum Aussichtspunkt. Das Problem ist halt, wenn ich jetzt das Spiel beende, auch wenn ich 10 Millionen Mal speichere, dass der das jetzt alles nicht speichert. Weil man kann ja nicht überall speichern, sondern nur an bestimmten Punkten. Und der hat jetzt gerade hat er mal kurz kam dieses Speichersymbol da rechts in der Ecke. Allerdings und die Wunderlampe, weiß ich nicht, inwiefern der das jetzt als Speichern registriert hat. Das ist hier. Ach so, das war so eine Höhle, wo nichts drin war. Da war ich schon mal. So, und das hier ist jetzt das Holzfällerlager. So sieht das aus. Ach Quatsch, wir müssen eh nochmal nach Hause. Sekunde. M. Die Karte. Kartes. Dann machen wir mal hier zurück nach Amanaki. Hallo? Schnellreise. Jo, abgebrochen. Kein Ding. Dann können wir die auch mal benutzen, die Schnellreise. Weil wir brauchen ja noch neue Waffen. Fällt mir gerade ein. Jetzt nehme ich gleich 1,5 Stunden nehme ich jetzt schon auf. Etwas müde bin ich. Ach, ich wollte doch. Hallo. Na gut, ist jetzt egal, ob ich jetzt das am Automaten mache oder bei der Frau. Kommt auf selbe hinaus. Hallo Frau. Ja, ich möchte dir ein bisschen Ramsch andrehen. Hier ein Pokerchip, ein Päckchen Kokain. Kannst du selber gut gebrauchen. Lederbrieftasche, LCD-Armbanduhr und ein Reiherfetisch und deine Arschspielkarte. Vergibtes Foto, Sonnenbrille sowieso. Ein Päckchen Kokain und dazu noch Saki-Figur und weißes Blatt behalte ich selber. Gut, dafür nehme ich von dir. Sturmgewehr. AK-47. Achso, die muss ich ja. Ja, ausrüsten. Zack. Wo tue ich die hin? Da. So. Dafür gibt es keine Aufsätze, genau. Ups. Oh, ich verdrück mich auch immer. So. Jetzt. Faustwaffen. Die hier haben wir ausgerüstet mit Schalldämpfer und sowieso. Dann mache ich mal gerade hier Munition wieder auffüllen. Jawoll. Hallo? So. Keine Ahnung, warum man das jetzt zweimal machen Kann musste. ich nichts aus den abgelegeneren Dörfern. Ja, ich weiß, gute Frau. Ja. So. Jetzt wird natürlich die aktuelle Mission abgebrochen. Also die wurde abgebrochen, deswegen müssen wir jetzt nochmal hier zum Dennis hin. Zum Dennis hin. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir die jetzt schon anfangen sollen und er dann speichert oder wir erst speichern und dann nächstes Mal. Und da sehe ich gerade, die Aufnahme hat sich beendet. Okay. Es läuft auch wesentlich flüssiger. Ich speichere mal gerade kurz. Also das seht ihr jetzt nicht. Speichern. So. Dann gehe ich mal in die Mission rein. Und dann speichere ich nochmal.
Ja, halt die Fresse, ich kenne das alles hier schon. So, ja, er sammelt seine Leute, ja. Ja, meine Freunde haben auch Ärger. Was hast du denn herausgefunden? Sie wurde an einen Ort namens PC gebracht. Was will Lösegeld und sie dann trotzdem verkaufen? Dann ist es gut, du hast Zeit. Jason, bitte, kämpfe für uns. Die Rakiat werden umgebracht. Wenn du die Waffen sabotierst, ist Vaas geschwächt und leichter zu töten. Ich mach's. Ah, ich wusste, dass wir auf dich zählen können. Bitch. Die Piraten lagern ihre Waffen in der Nähe der Holzcamp im Dschungel. Zuerst den Alarm ausschalten, okay? Wenn er losgeht, sichern sie den Schuppen mit den Waffen, klau den Sprengstoff und vernichte die Waffen. Klar? Okay. Viel Glück. So, Spielverderber. Gut, das seht ihr jetzt alles nicht. Jetzt speichere ich, Moment. Gehe zum Holzfällercamp, jetzt speichere ich nochmal. Und jetzt wird er zumindest eins von den drei gespeichert haben und geht zurück zum Desktop und sagt dann mal bis zur nächsten Far Cry-Folge oder Aufnahme oder was auch immer. Ciao. So, Lecke, Freunde lädt. Lädt, stirb. Krieger lädt. Krieger lädt. Krieger lädt. Lecke. Lädt. Mutter lädt. Beobachte, schmecke, lädt. Erwache, lädt. Sehe, stirb, lädt. Erwache, Bruder, lädt. Lädt, lädt. Lauf, lädt. Freunde lädt. Beobachte, lädt. Bruder lädt. Lecke, lädt. Lädt. Bruder lädt. Bruder lädt. Und das war kein kirchlicher Text von irgendeinem Choralgesang, irgendwas, sondern das war der Ladebildschirm zu Far Cry 3, wovon jetzt hier eine weitere Folge bzw. eine weitere Aufnahme erscheinen wird. Natürlich mit den wunderbaren Buttons. Die mache ich gerade ein Stück leiser, oder? Weiß ich gar nicht. Ne, ich mache sie wieder ein Stück lauter. So. So, Story Coop. Wir machen natürlich hier mit der Story weiter. Ich weiß gar nicht, ob ich zwischendrin noch weiter gespielt habe. Ich mach mal Spielstand laden und jetzt weiß ich natürlich auch nicht mehr, welcher unserer war hier. Das ist natürlich hier, ja. Autospielstand 1, Kapitel 3, 227, Spielverderber. Amanaki, Dr. Earnhardts Haus, Abenteurer. Hä, welches hatten wir denn? Ich glaube, das hier waren wir noch nicht, ne? Scheiße. doch, nee, Quatsch, das hier ist, glaube ich, mein privater, ne? Dann muss ich hier, ne? Kapitel 3, Kapitel 4, okay. Dann mache ich mal gerade hier Spielverderber 15, 17, dann müssten wir ja da sein. Jo. Ich finde das immer unheimlich kompliziert hier mit Far Cry. Dann irgendwie, ich muss mir das mal irgendwie ein bisschen kenntlich machen, welcher Spielstand mein privater ist und welcher der ist, wo wir aufnehmen. Aber nicht jetzt. Nee. War das nicht letzte Folge, also letzte Aufnahme am Ende, dass die Aufnahme zu früh verschwunden ist und dann, ja, dann musste ich da irgendwie nachsynchronisieren. War das nicht so? War das nicht hier? Ja, war das nicht das? Kann gut sein, ne? Ja. Weiß ich aber nicht mehr. So, genau, gehe zum Holzfällercamp. Genau. Hier sind wunderschöne Schatten. Haben wir denn Waffen und so? Haben wir AK? Dann haben wir hier Molotow. Ach da. 6P9. Haben wir da auch noch volle Muni von? Das würde ich gerne mal. Da will ich natürlich drauf sicher gehen. Ja, ich will hier kaufen. Munition, Inventar. Ach so, okay. Kaufen nicht möglich. Munition voll. Gut, können wir denn was verkaufen? Nö, wir haben nur Frischgrün. Ja, ich bringe alle Funkturme online. Ich bringe gleich mal meinen Funkturm online. Wo müssen wir denn hin? Ich glaube in diese Richtung, ne? Ja. Hallo, schöne Dame. Ich gehe mal lieber weiter. Und da sieht es nach Auto aus, laut Karte. Deswegen
Kredenz ich mich mal da gerade. Ups, kredenz ich mich mal gerade dahin. So. Alter, dieser Affe. Voll affig, was der macht. So. Ach genau, letztes Mal sind wir ja so unglaublich geschickt mit diesem Boot dahin gefahren, also mit diesem Jetski. Aber das lasse ich mal lieber, weil das Auto ist einfach die bessere Alternative. Vor allem, weil hier. Ach so, sieht man jetzt nicht mehr, da hat schon Gras gewachsen im Führerhäuschen. Wow, wow, wow. So. Ach so, da steht diese komische. Oh. Ups, die haben mich ja fast gar nicht gesehen. Ich fahre mal weiter. Tschüss. Lalala, lalala. Ups. Ach, hier gibt's. Hier kann man gar nicht runter von der Wiese. Ach doch, da. Und tschüss. So, jetzt haben wir natürlich drei nette Banausen hinter uns, aber das ist ja egal. Die abzuhängen ist ja meistens nicht ganz so schwer. So. Da steht auch noch ein Auto. Wo fahre ich denn hier hin? Na egal. Irgendwie werden wir schon da ankommen. So. Ach ja, das war glaube ich sogar der richtigste Weg. Jo. Oh, scheiße. Da waren wieder welche hinter uns. So, geh zum Holzfäller-Camp. Ich fahre natürlich hier hoch mit meinem Fahrzeug. Und parke direkt hier. Das... Oh. Im Falle eines Falles kann man hier natürlich dann direkt verschwinden. So, dann gehe ich... Das Lager. Jetzt zum Alarm. Genau, jetzt zum Alarm. Jetzt machen wir erstmal hier schön einen Alarm. Erstmal gucken. Haben wir vielleicht mit der anderen Waffe... Ich muss mich da immer erst in die Steuerung ein bisschen... Guck mal, da sitzt doch einer. Aber den können wir noch nicht anvisieren, oder? Alarm, neues Tutorial, drücke Escape. Alarm! Gegner benutzen den Alarm, um Verstärkung zu rufen. Wenn du einen Alarm zerstörst, bleiben die anderen in der Umgebung aktiv. Halte E gedrückt, um einen Alarm zu deaktivieren und somit das komplette Alarmsystem auszuschalten. Das ist gut, dass die ihr komplettes Alarmsystem in einer kleinen Kiste haben. Die man dann so mit einer Taste deaktivieren kann. Das ist immer gut. Ja, wir müssen auf jeden Fall, wir können natürlich entweder reinstürmen und ganz schnell zum Alarm laufen, um den quasi zu deaktivieren. Oder wir machen das so, wie ich das natürlich immer mache, lautlos, leise, hinterlistig, lustig und lieblich. Das sowieso. Okay, den kriegen wir nicht anvisiert. Mit der Pistole haben wir jetzt hier übrigens den Vorteil, dass wir... die einfach umschießen können. Ich mach mal aber gerade hier einen Takedown. Oh. Ich glaube... Ich glaube, wir haben es gerade verschissen. Okay, wir haben jetzt sowieso verloren, weil wir... Und so, ich mach mal gerade Neuladen. Spiel... Letzte 8 Missionen neu starten, müsste das auch gehen? Okay. Ich weiß jetzt nicht, wo wir hier gespawnt werden. Und ob wir dann noch volle Munition haben oder so. Der Recouvertbogen ist lautlos. Außerdem kannst du Brand- und Sprengpfeile für ihn herstellen. Das hört sich doch geil an. Ah ja, wir befinden uns im Auto. Also, überm Auto waren wir gerade. Die Berge sehen etwas ungesund aus. So, für die 4 Meter musste ich natürlich jetzt nochmal Auto fahren. Das ist das Lager. Jetzt zum Alarm. Genau, jetzt zum Alarm. Dann gehen wir da mal hin. Erstmal plündern wir hier nochmal die Kiste mit der Zigarette. Und da müssen wir etwas geschickter vorgehen als gerade. Kann ich den hier nochmal auf meine Karte bekommen, bitte? Da, gut. Weil umso mehr Leute wir da drauf haben, umso mehr Übersicht hat man dann. Was ich ätzend finde, dass man nicht hier reinklettern kann.
Oder geht das? Nee. Das geht nicht. Haben wir denn hier irgendwelche Leute? So, da haben wir jetzt noch einen auf dem Visier. Aber ich denke, wir fangen... Ups. Ich denke, wir fangen hier an. Ja, Alarm, das haben wir schon gesehen.